Hallo, grüßt euch zu den Kanal-News heute am Sonntag, den 23. Juli, 23 News-Ausgabe Nummer 30 in diesem Jahr und auf diesem Kanal. Cool, dass du da bist. Heute schauen wir doch mal rein in den News. Einmal haben wir eine pickepackevolle Woche vor uns. Wir haben aber auch noch viele Sachen, die ein bisschen aufzuarbeiten sind, was letzte Woche alles hier auf dem Kanal los war. Fangen wir aber da mal ganz vorne an. Letzte News-Folge vor einer Woche, die war auf dem Latterbuckel, also auf dem Lattenberg auf Hochdeutsch, wo der Lattertrail eröffnet wurde. Für mich immer eine coole Folge gewesen, hat echt viel Bock gemacht, da mal mit einem Einblick zu bekommen. Und da waren auch ein paar Kommentare von euch dabei. Ja, warum bist du eigentlich da so, ich sag's jetzt mal übertrieben, gehypt war ich eigentlich weniger, aber warum so erfreut das ist, wenn ihr mitbekommt, was für ein langer Weg das ist, bis überhaupt mal so ein Trail oder so ein kleiner Trailpark im Wald entstehen kann, mit sämtlichen Genehmigungen, Behörden und Landkreisen und Forstämtern und sonst irgendwas, dann wäre da auch mal vielleicht mal ein bisschen erfreut, wenn mal was klappt und vielleicht auch mal was klappt in diese Richtung hinein, wo vielleicht auch eine Förderung eines Sports dementsprechend mal stattfinden kann. Deswegen dazu noch ein Rückblick letzte Woche, was in der News-Folge drin war. Gehen wir aber mal rein, was hier auf dem Kanal letzte Woche einfach so los war. Das Thema am Montag, Akkureichweite überletzten, ja sagen wir mal Jahre. Und für mich eine Folge, wo ich einfach mal machen konnte, aus der Erfahrung raus und vor allem das Material dafür für diese Videofolge habe ich gesammelt über die letzten 3 bis 4 Jahre. Und wo ich auch verschiedene Radtypen, verschiedene Motorentypen und verschiedene Akkutypen einfach mal fahren konnte. Immer auf der gleichen Strecke, um auch mal einen Vergleich hinzubekommen, wie gut oder vielleicht auch weniger gut einfach so ein Akkusystem hält. Ach übrigens, alle Folgen letzte Woche, Ecke oben verlinkt, als auch unten in der Beschreibung. Da könnt ihr sie einfach nochmal auschecken. Und der Folge wiederum die klassischen Kommentare, ich gehe jetzt noch einmal drauf ein, dann glaube ich, lasse ich es generell bleiben. Immer wieder die Klassiker und sogar per E-Mail direkt zu mir. Ich kann mir doch nicht alle 2 Jahre ein neues Fahrrad kaufen. Es geht nicht darum. Nur ihr müsst einfach auch verstehen, hier auf YouTube habe ich halt die Möglichkeit, auch mal Räder im Test zu fahren und dann einfach auch mal Vergleiche zu ziehen, dementsprechend, wo wir gerade aktuell stehen. Es hat ja keiner sich, alle 2 Jahre ein neues Fahrrad zu kaufen. Und Müllberg ja schon mal gar nicht, weil alle Fahrräder, die in den Gebrauchtmarkt fließen, finden auch nochmal ein zweites oder drittes Zuhause. Also ich verstehe diesen Kommentar mit, ich schmeiß noch nicht meine Räder nach 2 Jahren weg, überhaupt nicht. Ich kann den Rad 10 Jahre fahren und länger, das ist doch völlig wurscht. Aber einfach halt, wenn ich für euch ein paar Folgen machen möchte, muss ich ja ab und zu auch mal schauen, was gerade aktuell so geht. In der Dienstagsfolge um das Thema Lade-App und wo sind die Fallstricke, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt das Verlangen, extern an Bike-Strom zu kommen, mittlerweile im Projekt, was sich entwickelt und auch wächst, noch am Anfang allerdings, muss man auch sagen, aber mittlerweile merkt man genau, dass das Thema E-Bike-Laden und das Thema externes Laden immer größer wird und auch ein Thema wird. Dazu gehören auch diverse Lade-Apps, die mittlerweile ein Thema sind und auch ein bisschen das Thema, wo sind die Fallstricke an so Lade-Apps und was kann auch so eine Lade-App noch schief gehen. Deswegen hier mal in diesem Video am Dienstag war so ein bisschen drin der Einstieg in diese ganze Folge. Auch von euch war auch cool dabei, einfach mal zu gucken, wie validiert man einfach Lademöglichkeiten, dass es die auch noch gibt nach Jahren und die auch noch funktionieren. Vielleicht auch sogar der Gedanke von euch gar nicht falsch. Manche sind vielleicht auch in der Gastronomie nur ein Werbeeintrag, dass Leute zum Essen dorthin gehen. Auch ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, daran müssen wir alle noch ein klein bisschen arbeiten, um dieses Thema gemeinsam einfach hinzubekommen, dass Ladestationen fürs E-Bike 7/24 einfach funktionieren und nicht Werbeeinträge sind, sondern einfach auch cool gehen. Also ich glaube, da haben wir noch viel, viel vor uns. Aber auch der Entwickler der App habe ich damit erreichen können. Der hat auch gemeint, dass wir da vielleicht was tun können. Ich finde es echt eine spannende Geschichte. Da gibt es echt noch viel, viel zu tun. In der Mittwochsfolge ein neuer Kanalpartner, TuneUp Sports, bringt sich in den Kanal ein mit ein paar Pflegeprodukten und da war halt auch das Unboxing-Video. Coole Geschichte, ich finde es immer klasse, wenn man einfach gucken kann, einmal was gibt es Neues überhaupt und was kann man auch ein klein bisschen für seine Videoprojekte und für euch dann unterm Strich einfach auch einsetzen, dass man einfach auch diese Videofolgen für euch produzieren kann. Hier war jetzt auch wieder unter dem Video gestanden, so die klassische Geschichte, du machst ja bloß Werbung mit so einem Unboxing oder mal so einem Schauen neuer Produkte. Nee, darum geht es mir gar nicht, nur viele Partner hier auf dem Kanal sind halt einfach tragende Säulen dieses Konzepts, weil ihr ja alle Videofolgen auch kostenlos anschauen könnt. Deswegen gucken wir, wie man da einfach auch zusammenkommt und vielleicht auch
ja, mal einen anderen Partner holt. Das hole ich nicht für mich, sondern hole ich eigentlich für euch, dass man da halt in diesem Bereich weiterhin ja, viele Videos und kostenlose Videos machen kann für euch. In der Donnerstagsfolge, das Thema Komoot und Tourenplanung, mal gar kein werbendes Video, sondern einfach nur ein Video mit Inhalt, wie kann ich eine Komoot-Tour planen? Ich sagte mal Sommer versus Winter oder Sonne versus Schnee oder Regen, egal wie. Wo habe ich Fallstricke? Was ist an Komoot zu beachten, um nicht irgendwann in der Pampa zu stehen und nicht mehr zu wissen, wo ich dementsprechend hin muss? Ganz cool ist immer, diese Folgen machen für mich immer einen relativ hohen Aufwand, aber die werden von euch dann nicht so wirklich geklickt. Und da gibt es dann auch nicht den Vorwurf, das war jetzt keine Werbung. Mal kleiner Augenzwinkerer, wo wir einfach da mal auch in die Richtung reingehen wollen. Mal ernsthaft, ich werde dieses Thema Komoot weitermachen, weil es ist einfach ein wichtiger Punkt, um heute halt auch mit der Tourenplanung sowohl Wandern, aber auch Radfahren auf eine vernünftige Basis zu kommen und es auch wirklich Bock macht, da damit eine Tour auch mit mehreren in der Gruppe einfach dementsprechend hinzubekommen. Wenn ihr Ideen habt, was euch an Komoot interessiert, haut unten mal in die Kommentare rein, dann kann ich da gerne mal vielleicht die ein oder andere Folge für euch noch dementsprechend machen. In der Freitagsfolge, echt auch spannend, für mich eine Folge, die war einfach nur, wie kann ich mein Kettenleben einfach viel, viel verlängern, bis ich mir eine neue Kette dementsprechend holen muss. Tja, und in der Folge, das war jetzt von mir so eine Folge, wo ich sagte, ja klar, ging mir nur um das Thema Kette und was muss ich tun, damit meine Kette länger hält. Übrigens, zwar gesagt, Ecke oben, als Unterbeschreibung, könnt ihr die Folgen ja alle nochmal auschecken. Zum Thema Kettenverschleiß, dann waren ein paar Kommentare drunter, auf die ich jetzt ein klein bisschen vielleicht eingehen möchte. Da war einmal dabei das Thema Heckantrieb. Mit dem Riemenantrieb würde das Problem komplett lösen vom Kettenverschleiß. An sich ja. Wir müssen aber damit weiterdenken. Einmal haben wir beim Riemenantrieb ein klein bisschen Dynamikverlust. Also damit müssen wir schon mal schauen, ob der Riemenantrieb für jeden was sein mag. Das ist mal das eine. Und das zweite ist halt, ein Hinterradmotor hat immer das Problem, dass er halt aufgrund seines Drehzahl, wo er nicht regeln kann, weil er einfach wie das Rad mitläuft, vielleicht im Cityrad, im Tourenrad funktionieren wird. Er wird aber nicht funktionieren im Mountainbike, weil er einfach zu warm wird, weil er die Wärme nicht losbekommt aufgrund des Drehmoments oder der Umdrehungszahl, die er hinbekommen muss, damit er kühlen kann, schafft er beim Mountainbike im Hinterradmotor nicht. Deswegen hat er sich auch nicht groß durchgesetzt bisher an den ganzen Bike-Konzepten und die eigentlich dann immer nur in dem günstigeren Radsegment oftmals drin sind. Und bei den sportlicheren Rädern oftmals nicht. Trekkingrad kann ich es noch irgendwie sehen, auch soweit gut, aber Riemen auch da dahingehend schwierig. Auch schwierig, Thema Schwerpunkt. Das Rad ist hinten einfach am Rad schwerer und für ein Mountainbike verändert sich da einfach viel, viel von der Schwerkraft und halt auch die Rahmengeometrie und die Rahmen, nicht Geometrie, sondern die Rahmenkonstruktion muss ich anpassen dahin, dass halt ich hinten auf dieser Narbenaufnahme die ganze Kraft drauf hängen habe, die der Motor ja auch noch auf den Rahmen überträgt. Die muss der Rahmen aufnehmen an dieser einen kleinen Koppelstelle, was ja auch noch ein bisschen zu beachten dementsprechend ist. Unter der Videofolge auch, was eigentlich gar nicht das Thema war, Kettenverschleiß, ich nehme Hochdruckreiniger und mache meine komplettes Bike sauber und dann ist wie neu. Obacht, Hochdruckreiniger, lasst es bitte bleiben. Hochdruckreiniger, spült ihr euch sämtliche Fette aus sämtlichen Lagern raus, dann macht ihr euch vielleicht mal kurzfristig für ein, zwei Jahre in Gefallen, aber danach ist euer Rad oftmals mit Lagern relativ schnell auch entfettet und dann müsst ihr halt eventuell dann doch mal ein oder andere Lager wechseln und es macht gar keinen Bock. Hochdruckreiniger und Bikepflege gehören einfach nicht zusammen, deswegen auch Thema Produkte zur Bikepflege im vorigen Video, weil man halt auch ohne Hochdruckreiniger zurechtkommt. Dann war auch noch ein paar Kommentare dabei, da habe ich ein paar sogar löschen müssen, wo dann wirklich mit stärkster Chemie eine Kette gereinigt wurde. Lasst es auch bleiben. Wir reden hier von einem Fahrzeug, das auch in Natur unterwegs ist. Und sobald ich mir in die Kette halt irgendwelche chemischen Produkte eintrage, sei es nur, da war die Rede von Benzin und sonstigen Dingen, lasst es bleiben. Wenn ihr in Regen kommt, spült euch die komplette Chemie in den Boden ein. Also. Da war noch ein weiterer Kommentar drunter, den ich auch noch ein bisschen aufgreifen muss, was ich eigentlich so gar nicht mit dem Video besäcken wollte, war das Thema mit dem neuen Pinionantrieb und dem Riemenantrieb wird das Thema Kettenverschleiß ja gar kein Thema mehr sein. Ich verstehe gerade diesen Hype, ganz ehrlich, um das Thema Pinionmotoren mit Getriebe im Motor, also für die, die am Thema nicht ganz dran sind, das ist der neue Motor von Pinion.
die jetzt quasi die Möglichkeit haben, einen Motor mit eigenem Getriebe auf die Beine zu stellen. An sich eine super coole Idee. Nur, dass wir morgen 90% aller Fahrräder mit einem Pinion-Motor kaufen können und dann auch noch mit dem Riemenantrieb dazu, der ja dann auch noch vielleicht Dynamikproblemchen hat für manche Fahrgruppen. Deswegen will ich da mal einfach sagen, ja, lassen wir die Kirche doch mal im Dorf, bis die Motoren da sind, dann fahren wir sie mal Probe und dann entscheiden wir, ob der Hype um diesen Motor wirklich so groß werden wird. Ich habe da meine Zweifel, ganz, ganz ehrlich. Diese Woche war auch noch ein ganz wichtiges Thema hier auf dem Kanal, da freue ich mich richtig mega drauf. Und da werden wir auch schon zum Thema Ausblick ein klein bisschen drauf eingehen. Die am Montag um 14.16 Uhr war es genau, da waren die 10.000 Abonnenten hier auf dem Kanal voll. Coole Geschichte, hat mega gefreut. Abonnentenzahlen sind auf YouTube kein großer Index mehr, aber trotz allem ist schön zu sehen, dass ich für euch einfach super, super gerne die Videofolgen mache, die auch dann super cool einfach anschaut. Das freut mich richtig. Deswegen danke nochmal für die 10.000 Abonnenten. Da wird es auch nochmal nächste Woche eine Videofolge geben zum, was war eigentlich in 10.000 Abonnenten lang los oder was war in 2 bis 3 Jahren Kanalleben hier so alles los. Schauen wir auch mal nächste Woche drauf. Dann noch ein Thema aus der Bike, weil wahrscheinlich vielen auch ein Thema sein wird, wo man gerade ein bisschen aufpassen muss, sowohl sind betroffen oder auch man passt mal auf, wie Cloud- und Serverdienste im Hintergrund funktionieren. Was den meisten nämlich wirklich gar nicht so auf dem Schirm ist, die Insolvenz von VanMoof. VanMoof-Fahrräder, damals ein Start-up gewesen, was auch auf Social Media. Jeden Influencer, den sie nur kriegen konnten, stellten so ein Fahrrad hin und machen mal Werbung dafür. Deswegen habt ihr auf diesem Kanal hier auch nie ein VanMoof-Rad gesehen, weil ich genau dieses Konzept nicht gut finde, wie diese Fahrräder funktionieren. Die brauchen nämlich eine Cloud im Kreuz, also ein Serversystem im Internet, zum Freischalten, zur Bluetooth-Kommunikation oder zum generellen Aktivieren, wenn ich ein neues Fahrrad mir hole. Und da ist schon genau der Punkt, wo ich sage, da muss man ein bisschen aufpassen. Mit diesen Aktivierungsdiensten, die man braucht per Cloud, und diese Cloud gibt es vielleicht eventuell irgendwann nicht mehr, weil die Firma einfach pleite ist, können dann vielleicht auch mal ein paar VanMoof-Räder einfach auch stehen bleiben. Diese Entwicklung bin ich echt gespannt, auf die gehen wir auch nächste Woche nochmal separat in der Folge ein, wo da wirklich aktuell die Probleme liegen. Nächste Woche aber auch noch ganz wichtig eine Folge. Ich weiß wieder eine Folge, wo nicht gut laufen wird, aber die richtig wichtig ist. Das Thema kleine Vampire im Wald, Thema Zecken. Die sind hier im Schwarzwald so aktiv, dass ich mittlerweile fast jeden zweiten Tag welche einsammle. Und darüber denke ich auch nochmal eine Folge, das einfach dementsprechend wert ist. Aber auch nächste Woche eine Folge, was wurde eigentlich aus? Thema ein bisschen in die Ausstattung rein und das Thema ein bisschen Bike, ja eine Bekleidung, sondern eher Ausstattung. Was wurden aus Produkten, die ich mir hier auf dem Kanal mal vorgestellt habe und fahre ich sie aktuell noch oder sind die vielleicht auch Schrott, wo ich gar keinen Bock mehr drauf habe, sie überhaupt zu nutzen? Das machen wir nächste Woche dementsprechend auch noch. VanMoof machen wir auch noch eine Folge und schauen mal danach, was da wirklich ein bisschen dahinter hängt. Soweit diese News-Folge. So eine spannende Woche vor uns liegt. Deswegen lasst gleich mal ein Abo da und lasst ein Like da. Und dann sehen wir uns wieder nächste Woche. Macht's gut und bis dann. Ciao.